Hallöchen und herzlich willkommen zur Ausgabe 43 für den 11.13. Ja, wir schauen eben in die Zeitung rein, dann auf die Baugruppen und dann wird geschraubt. Also, wir werden heute die beiden Rückleuchten konstruieren. Und da sehen wir schon, haben wir diverse Kleinteile, ne? Aber anmontieren werden wir diese noch nicht, so wie es aussieht, nur zusammenschrauben. Wird also heute ein kurzes Video. Dann geht's weiter mit der Kurzhaube-Story des 11.13 und zwar der Frontlenker mit Heckmotor. Nächsten Thema dann die Geschichte von Daimler-Benz mit dem Jahr 1935 im Auftrag des Militärs. Was ist denn das für eine Konstruktion hier? Sieht ja aus wie ein Spacebus hier. Ach, ein Stromlinienbus ist das, okay. Was es alles gab. Und dann haben wir natürlich noch berühmte LKW-Marken der Magirus mit Deutz zum Erfolg. Da haben wir sogar noch ein bisschen Firmenchronik, und zwar 1864, Firmengründung durch C.D. Magirus, dann 1917, Start der Nutzfahrzeugfertigung, 1919, Gründung des DAK, also ich weiß nicht, ob das jetzt im Zusammenhang mit der, was man heute als DAK Krankenkasse kennt, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie zusammenhängt. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Dann 1936 Übernahme durch die Motorenfabrik Deutz. 1940 neues Markenproblem ohne Magirus. Ach, Markenemblem, nicht Problem. So. Dann 1948 Einführung der luftgekühlten Motoren. 1951 Vorstellung der neuen Rundhauber. 1957 erster Frontlenker-LKW, 1971 Start der letzten Eckhauber-Generation. Ah, jetzt, jetzt. 1975 Ausgliederung und Anschluss an Iveco und 1983 vollständige Übernahme durch Iveco. Iveco ist mir natürlich ein Begriff, ja. Aber Egiros, der Name, muss ich ehrlich sagen, sagt mir was, aber mit Deutz wusste ich zum Beispiel nie was anzufangen. Aber wenn die natürlich jetzt unter Iveco laufen, dann schließlich zumindest so ganz grob in meinem Kopf zumindest ein bisschen der Kreis. Okay, kommen wir noch zur letzten Seite, nämlich der Vorstellung für die nächste Ausgabe. Da haben wir dann den nächsten Bauabschritt, zwei Rückstrahler und das hintere Kennzeichenschild. Okay, so. Ich versuche mir jetzt erstmal nicht in die Finger zu schneiden. Das hat wunderbar funktioniert. Und da gucken wir mal, ne? Wir haben jetzt hier eigentlich zwei Schrauben, eine ist ja immer Reserve, AP. Ich lege das mal wieder hier drauf. So. Da haben wir jetzt hier, muss man gerade mal gucken, ob die graviert sind. Genau, das ist rechts, das ist links. So. Genau. Da haben wir nämlich jeweils zwei Lichtscheiben, zwei Leuchten und die Halter dazu. Wir werden also als erstes mal die Leuchte oder die Leuchtscheibe hier so hineinstecken.
Diese passen auch nur in eine Richtung. Da sind wieder so Stifte an der Seite. So. Kann man ja hier gleich parallel mitmachen. Okay. Und dann werden diese jetzt mit der Schraube AP hier oben im ersten Winkelstück einfach nur festgeschraubt. Und da die Lampe passt auch nur in eine Richtung, hier ist ein kleiner Stift dran und da eine Aussparung. Heißt also, die passt nur in eine Richtung drauf und dann schrauben wir das Ganze hier mit der AP fest. Selbe Spiel machen wir jetzt hier. Mal vorsichtig anziehen, damit das Plastik da nicht springt. So ihr Lieben, das war es auch schon wieder für heute. Ne? Nur zwei Schrauben andrehen, aber wenn man sich das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen optisch vorstellt, ne? Also das sind ja jetzt hier nochmal so die Lampen. Ne? Hier hinten ist übrigens ein Hohlraum, da wird wahrscheinlich nachher noch eine LED reinkommen, dass man die auch mit beleuchten kann und dann werden die wahrscheinlich zumindest von der Form her, hier hinten so an die Seite rankommen, ans Hinterteil, ne? Und dann kann man sich das schon so ein bisschen vorstellen, wo die Teile nachher sind. Ja, ich wünsche mir, dass das nächste Paket dann hoffentlich pünktlich kommt und wir hier ohne Verzug weitermachen können. Macht's auf jeden Fall bis dahin gut. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst dann auch bitte ein Abo da, dann könnt ihr auch bei den anderen Serien reingucken und wenn es dann hier weitergeht, seid ihr dann auf jeden Fall immer auf dem laufenden Stand. Also, ich bin dann jetzt weg. Tschüss, euer Sebastian von DevMoDels. Ade.